Ja, herzlich willkommen zur Episode 48 im LernOS On Air Podcast. Heute eine besondere Episode, ist wahrscheinlich die späteste, die ich jemals aufgenommen habe. Es ist, ich schaue auf die Uhr, 23.08 Uhr. Wir sind an Tag 1 vom LernOS All Stars Camp, der jährlichen LernOS Veranstaltung. Und da haben sich doch tatsächlich zu so später Stunde noch einige Leute gefunden, mit denen ich zusammen jetzt mal den Tag 1 reflektieren will. Da ist die Claudia mit dabei, der Alfred, der Leonid und der Moritz. Und ich würde sagen, damit die Teilnehmer euch kennenlernen, sagt einfach ganz kurz, wer ihr seid, woher ihr kommt, was ihr mit LernOS zu tun habt, dass wir einfach so eine kleine Vorstellungsrunde machen. Ladies first, die Claudia zuerst. Ja, hallo. Ich komme aus Freiburg, bin studierte Informatikerin und mittlerweile selbstständig. Und ja, dieses lebenslange Lernen begeistert mich total und ich freue mich auf den morgigen Tag, und der heutige war sehr lehrreich. Danke. Sehr schön. Dann gebe ich mal an den Alfred weiter. Jo, Alfred aus Ingolstadt, unschwer zu hören am bayerischen Dialekt. Und ich bin zum heutigen Camp gekommen über die Entwicklung auch im LernOS Circle einmal durchgemacht, aber ich möchte jetzt noch weitermachen. Ich habe ein bisschen was zum Thema LernOS Podcast Guide gemacht mit dem Leonid. Ja, da mich einfach weiterzuentwickeln. Der heutige Einstieg und die Vorbereitung war top, 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 Premium, fast nicht zu überbieten. Ja, und freue mich auf den morgigen Tag. Sehr schön. Dann der Leonid. Ja, hallo, ich bin der Leonid und weiß nicht, mache alle möglichen Sachen in letzter Zeit, vor allem Podcasting, und LernOS habe ich kennengelernt, tatsächlich ganz klassisch gemacht, das erste Mal mit Simon. Da haben wir den Wollpfad, glaube ich, sogar gemacht mit dir, oder? Mhm, richtig. Und dann mich dann so ein bisschen in Richtung von dem Podcasting-Guide auch bewegt, weil ich das einfach interessant fand, da so einen Leitfaden mitzuentwickeln. Und ja, tummle mich so ein bisschen in diesem Bereich auch lernen, ja, seit einer Weile schon. Genau. Sehr gut. Tolle Veranstaltung. Ich schaue gerade mal nach, ob ich irgendwo finde, welche Episode das ist, weil wir damals ja tatsächlich auch eine Episode aufgenommen haben. Aus dem ersten, das ist die Episode 37, LernOS Circle 1 Lessons Learned, die werden wir in den Shownotes dann verlinken. Und dann haben wir noch als letzten im Bunde den Moritz. Ja, hallo, ich freue mich auch dabei sein zu können. Mein Name ist Moritz Meissner, ich komme aus Berlin. Und ich beschäftige mich jetzt seit mehreren Jahren mit den Themen Lernen, digitale Transformation und vor allem auch mit Kollaboration. Sprich, wie können wir besser und effektiver zusammenarbeiten? Und das ist eigentlich auch der Hintergrund, wie ich auf LernOS aufmerksam geworden bin. Ich glaube, der erste Berührungspunkt war vor knapp 3 Jahren. Da bin ich auf Working Out Loud gestoßen, habe dann auch wenig später von LernOS gehört. Und nach 2 Working Out Loud Zirkeln war es dann auch mal eine Zeit, einen LernOS Zirkel zu machen. Seitdem bin ich regelmäßig bei den LernOS Community Calls dabei und habe mich darauf gefreut, endlich auch mal beim LernOS All-Star Camp dabei sein zu können. Leider nicht physisch in Bonn, aber immerhin haben wir es virtuell durchgeführt und bisher hat es mir sehr gut gefallen. Genau, dann werden wir gleich nochmal hören, wie so euch im Detail quasi die einzelnen Schritte gefallen haben. Ich würde so ganz kurz mal zusammenfassen, was da eigentlich passiert ist. Wir hatten ja letztes Jahr in München, waren einige von euch auch dabei, das LernOS Rockstars Camp, also das allererste Camp überhaupt zu LernOS. Witzigerweise war davor die Idee, sozusagen ein virtuelles Camp zu machen. Im Herbst 2018 hatte ich das nach einem Community-Call mal geäußert, dass es eigentlich schön wäre, so ein Camp zu haben. Dachte eigentlich gar nicht dran an physisch, weil das natürlich immer sehr aufwendig ist. Und der Alexander Rose von der 11.1871 hat dann irgendwie eine Telegram-Message geschickt und hat gesagt, wenn ihr eine Location in München braucht, ich hätte da eine. So kam es eigentlich dazu, dass wir ursprünglich schon mal gedanklich für virtuell geplant hatten oder angefangen haben zu planen und dann sozusagen wieder physisch geworden sind oder physisch geworden sind. Und jetzt natürlich dieses Jahr bis Ostern, das war von den LernOS Supportern, also von den Firmen, die das einsetzen und unterstützen, hatte sich die Telekom bereit erklärt, uns zu hosten in Bonn. Na, da hat man so ein bisschen das Feedback aus dem letzten Jahr gesammelt. Letztes Jahr war mal eintägig, da kam, dass es eigentlich zu kurz, schöner wäre zweitägig oder zumindest eineinhalbtägig beispielsweise. Also das hat man alles versucht einfließen zu lassen. Und dann kam natürlich Corona dazwischen. Da war dann so eine lange Durststrecke von Februar bis
ja eigentlich bis zu den Osterferien, wo man gar nicht so genau sagen konnte, kann das jetzt stattfinden oder nicht, wie ist das in den einzelnen Bundesländern. Über Ostern ist eigentlich klar geworden, dass es nicht physisch stattfinden kann und wir dann gesagt haben, naja gut, dann ziehen wir das virtuell durch. Und eigentlich so die Idee, der Anspruch war, man hat ja so in den ersten 4 Monaten dieses Jahres, würde ich sagen, ganz viele virtuelle Konferenzen, Veranstaltungen, Barcamps mitbekommen, ne, wo man, glaube ich, schon ganz gut gelernt hat, wie man so ein Plenum in der Videokonferenz abbildet, wie man einzelne Sessions in der Videokonferenz abbildet. Aber ich finde die, ja, so diese Atmosphäre, die so ein Camp hat, also Leute kommen an, man trifft sich, man hat sich schon lange nicht mehr gesehen, man trinkt einen Kaffee zusammen, man hat eine Abendveranstaltung, man geht aus einer Session raus, quatscht mit jemandem, verpasst vielleicht die nächste Session. Also all das, was so ein Camp halt auch ausmacht, hatte ich irgendwie in den ersten 4 Monaten nicht so sehr erlebt und das haben wir halt versucht irgendwie abzubilden, was dann vom Ablauf dazu geführt hat, dass wir halt so 6 Wochen vorher eine Telegram-Community schon mal aufgesetzt haben, wo alle Leute, also Telegram, wer es nicht kennt, so ein Chat-Tool, alle Leute da schon mal rein eingeladen haben, dann ein Wiki hatten, ein Wiki für alle Teilnehmer, wo dann das Programm und Auswahl der Sessions und so weiter stattgefunden hat und auch die Entscheidung getroffen haben. Ursprünglich hat man mal mit fürs Abendevent oder für die Eröffnung an Tag 1 mit Microsoft Teams Live-Events geplant und dann die Sessions in Microsoft Teams und haben uns dann aber nochmal auf die Suche begeben nach Tools, die so ein bisschen mehr diese Location eines Barcamps abbilden. Sind da bei Sococo, bei Remo und bei Hopin gelandet. Ich weiß nicht, von den Hörern und Hörerinnen, das kennen wahrscheinlich nicht so viele. Das sind eben so Tools, die einem so eine virtuelle 2D-Veranstaltungsfläche abbilden, wo man dann so zwischen Tischen hin und her springen kann. Und da waren wir heute Opening ab 13 Uhr, also konnten die Leute kommen, sich einchecken. 16 Uhr ging es dann mit Begrüßung los, mit 3 Impulsvorträgen, einigermaßen knapp gehalten, 15 Minuten. Plus 5 Minuten Q&A in Remo, dann die Lightning Talks, das sind so Kurzvorträge, 12 Stück auf 5 Minuten. Dann die sozusagen das Dinner, alle haben bei sich zu Hause zu Abend gegessen, viele Fotos sind gepostet worden auf Telegram, man konnte an den virtuellen Tischen sitzen bleiben. Dann um 21 Uhr so ein Online-Spiel, haben wir LernOS Jeopardy zusammengespielt. Jetzt ab 22 Uhr läuft parallel zu uns, können wir vielleicht im Podcast ein Stück reinschneiden, der Guido von der Dance Armada, unser Live-DJ, der auch Musik macht. Und jetzt sind wir um 23 Uhr im Live-Podcast. Also das ist vielleicht mal so ein kompakter Abriss, wie das so insgesamt abgelaufen ist. Und jetzt würde mich natürlich aus eurer Sicht erstmal interessieren, wie das bei euch angekommen ist. Also was von dem allen, was ich erzählt habe, habt ihr wahrgenommen? Wie fandet ihr das? Was war gut? Was war ähnlich wie in einem physischen Barcamp? Was war vielleicht aber auch ganz anders? Was hat gefehlt? Was hätte besser sein können? Wer mag da mal starten? Der Moritz, sehe ich, hebt die Hand. Genau, ich nutze einfach mal die Tools, die uns hier zur Verfügung stehen. Hier können wir auch die Hand heben. Wie ich gerade schon zum Einstieg gesagt habe, war ich erst ein klein wenig enttäuscht, weil ich mich darauf gefreut hatte, viele bekannte Gesichter auch wieder persönlich in Bonn zu treffen und halt persönlich zu netzwerken. Aber aufgrund der Corona-Situation war das halt nicht möglich. Mir war aber klar, wenn es jemand wirklich hinbekommt, in dem Qualitätsniveau ein gutes Barcamp auf die Beine zu stellen, dann ist das der Simon mit seinem Team. Und das hat sich jetzt am ersten Tag bewahrheitet, aber eigentlich auch schon in der Vorbereitung. Ich habe im Vorfeld auch schon eine ganze Reihe von Events mit Teams oder Zoom organisiert und auch durchgeführt. Und ich weiß halt, was es für ein Aufwand ist, der dahinter steckt. Viele wissen das nicht. Und Simon hat es halt geschafft, neue Tools mit einzubringen, aber schon in der Vorbereitung halt ausreichend Zeit einzuplanen, dass jeder die Möglichkeit hat, über Wochen, sag ich mal, Onboarding-Sessions mit Remo zu haben, Informationen zu bekommen, wie der Ablauf ist und sehr interessante Tools und auch Spielchen mit anzubinden. Ja, sehr schön. Ich sehe jetzt gerade ist noch der Stefan auch dazugekommen, Stefan Bohr, der, ich sehe auch Recording Pause. Stefan, kannst du uns schon hören? Ja, klar, ich bin da. Exzellent. Eine Minute zu spät. Kein Problem. Wir haben schon so eine kurze Vorstellungsrunde gemacht, kurz in Bezug zu LernOS. Vielleicht springst du da auch noch mit rein. Sagst auch kurz, wer du bist. No, natürlich gerne. Ja, Stefan Bohr, 22 Jahre als Berater tätig gewesen, sehr stark mit dem Schwerpunkt Wissensmanagement. Und ich habe mich jetzt über die letzten Jahre auch immer weiter selber transformiert,
in Richtung Lernen, weil das ist eigentlich dynamisches Wissen. Ja, Simon, wir kennen uns schon, ich glaube, seit gut 10 Jahren und hab immer meinen Hut vor dir gezogen, wie professionell du solche Veranstaltungen hier managst. Und insofern, für mich war auch ein großer Wunsch war, hier einfach vieles mitzunehmen, wie man solche virtuellen Veranstaltungen dann auch professionell moderiert und organisiert. Sehr gut. Okay, haben wir dich auch mit an Bord. Wir haben jetzt gerade so eine Runde gestartet, dass ihr das so ein bisschen erzählt. Ich habe gerade erzählt, wie so generell abgelaufen ist von uns, die Planung eigentlich war. Moritz ist mal gestartet und ich weiß nicht, wer mag als nächstes einspringen. Ich sehe die Claudia, vielleicht du. Ja, noch Mikro einschalten. Ja, für mich ist das komplettes Neuland. Also ich habe so etwas noch nicht vorher mitgemacht und ich bin sozusagen ins kalte Wasser gesprungen. Und Lernen ist für mich schon immer sehr wichtig gewesen und bin jetzt auch, wie gesagt, im Zweitstudium. Und der ganze Aufbau, also ich habe nur mitbekommen von anderen, die ich jetzt Barcamp kennengelernt habe oder in Lost Camp kennengelernt habe, es ist viel. Also mir wurde gesagt, es wird viel sein, ich werde viel Input bekommen, aber ich soll nicht verzweifeln. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich mache mir Notizen und ich frage, wenn ich Fragen habe. Und ich war total überrascht. Also Organisation, super. Und wie gesagt, ich habe keinen Vergleichsmodus, weil ich habe sowas noch nie vorher gemacht. Und was mich erwartet hat, diese Lightning Talks und dann noch das Jeopardy, ja, genau, das Spiel. Ja. Super. Also das, ich habe sehr viel dazugelernt. Ich konnte sehr viel mitnehmen schon am ersten Tag. Und ich bin total begeistert, vor allem sehr viel Input, sehr viel Wissen. Und das ist genau das, was ich im Vordergrund vielleicht schon ein bisschen erwartet habe. Und es wurde total übertroffen. Sehr schön. Sehr gut. Dann habe ich einen Alfred auf dem Schirm. Jo, damit man nicht jetzt zu viel lobhudeln auf dich. Das soll kein Beweihräucherungspodcast sein. Jetzt kommen die harten Kritiken raus. Ja, genau. 12.23 Uhr, 21 ist Zeit für Kritik. Nee, Spaß beiseite. Also wirklich, kann nur den Hut ziehen vor dir und deinem Team und was du da an Ideen reinbringst. Ich habe auch wieder Moritz schon ein paar Teams, Barcamps und CLC digital mitgemacht dieses Jahr. Und ich habe mir jetzt wirklich schon drauf gefreut, auch die Vorabinformationen, die wir bekommen haben. Telegram, ich bin normalerweise kein so Messenger-Fan, aber auch da, wie gesagt, heute noch das Video gepitcht. Einfach, die Vorstellungsrunde, ne? Das war auch lustig. Runde, ja. Wo sich jeder nochmal mit 3 Hashtags vorstellen konnte. Auch da immer wieder diese Kombination von verschiedenen Methoden und Tools. Das finde ich einfach genial und heute auch mit dem spielerischen Charakter, wo ich absolut wirklich jedem ans Herz legen kann, sind die Lightning Talks. Ich habe mich da auch intern, wir kennen das ja auch von internen Veranstaltungen, immer wieder ein bisschen gescheut davor, aber ich habe halt gemerkt, du kannst wirklich auf 5 Minuten so guten Input und was wir da heute gesehen haben, ist wirklich 12 Top-Highlights für sich schon. In kürzester Zeit da wirklich einen Input rüberbringen und eine Wirkung sensationell und dafür schon mal danke. Ich gehe jetzt schon fast beschwingt ins Bett, hätte ich fast gesagt. wir haben ja morgen noch einen Tag vor uns, jetzt das Wort, glaube ich, an Stefan mit der Hand. Ja, der Leonid war, glaube ich, zuerst, ja, der Leonid, wenn ich das richtig sehe. Ich finde das Tool, also die Wahl für Remo heißt es, ne? Also dieses Tool finde ich echt spannend. Ich habe sowas noch nie erlebt. Also Webkonferenzen und Breakout-Rooms kennen wir jetzt irgendwie alle aus Zoom vor allem oder auch versuchen, das Ganze mit Teams umzusetzen, wo man praktisch so in einzelne Räume rausgeht. Und bei Zoom ist es ja sowieso alles von außen gesteuert. Das heißt, da moderiert jemand die Leute in irgendwie einzelnen Räume.
Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man das machen würde für die Menschen, die heute dabei waren. Also und das Coole an diesem Tool ist halt, dass man sich frei bewegen kann und man sieht auch, wer sitzt am Tisch, welche Menschen gibt es insgesamt. Das finde ich schon ziemlich cool. Und da geht man einfach irgendwie zu, klickt sich rein, kann sich mit Menschen unterhalten. Und man hat praktisch so kleine Ad-hoc-Videokonferenzen. Also das hat schon tatsächlich so einen Barcamp-Charakter für mich, muss ich schon sagen. Also es ist ziemlich cool. Das tut halt so ein paar vielleicht Einschränkungen, die nicht so ganz cool sind, muss man sich dran gewöhnen. Aber im Großen und Ganzen finde ich das schon eine, echt mal ein Erlebnis, ne? Also tatsächlich spannend, anders als alles andere bisher, was ich erlebt habe. Ich habe mir gerade auch nochmal überlegt, wie würde ich es jetzt meinen Freunden und Kollegen erklären? Für mich ist das ein faszinierendes Erlebnis. Das ist für mich so das Next Level auf Virtual Collaboration. Weil auf der einen Seite ganz klar, Remo als Tool bringt eine weitere Dimension mit rein, einfach mit der visuellen Map, wo man sich eben viel besser orientieren kann. Also ein riesiger Vorteil im Vergleich zu anderen Tools. Aber auf der anderen Seite halt eben das Portfolio an Tools, was du zusammengestellt hast, in Kombination mit einer wirklich sehr vollständigen und sehr durchdachten Organisation, die halt im Vorfeld schon angefangen hat, also so das Typische für ein Barcamp, dass man frühzeitig mit der Kommunikation anfängt, man den Level immer höher bringt, parallel dann halt eben mit der Messenger-Gruppe, mit dem Aufbau des Wikis, gemeinsame Gestaltung der Agenda, abstimmen über die Agenda. Und dann heute, jeder wird persönlich begrüßt, es ist Zeit mit eingeplant, dass sich jeder zurechtfindet. Auch, also die Anreisezeit jetzt auch bei der virtuellen Konferenz, dass man an die Hand genommen wird, wenn man Orientierungsschwierigkeiten hat. Ja, und letztendlich im Augenblick sind wir ja mittendrin oder Ende des ersten Tages. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sagen kann, ein bisschen Information Overflow, weil es wirklich ein riesiges Bündel an Eindrücken ist und man nimmt unheimlich viel mit. Du hast ein schönes Schlagwort jetzt gerade gesagt, die digitale oder virtuelle Anreisezeit. Also das war für uns auch ein wichtiger Aspekt, dass wir als Menschen im Physischen bestimmte Sachen sehr automatisch machen. Also für uns ist ziemlich ohne großen kognitiven Aufwand verbunden, ein Gebäude zu betreten, uns zu orientieren, wo kann man da lang gehen, wo kann man nicht lang gehen, wer steht gerade wo, mit wem kann ich sprechen, wer ist abgelenkt und so weiter. Und das ist eigentlich was man im Virtuellen erstmal nicht hat. Also A, wie es Leonid schon gesagt hat, man weiß erstmal gar nicht, wer ist wo. Gerade wenn so parallele Videokonferenzen sind oder der eine oder andere dann gerade im Gespräch ist oder man ist in einer großen Videokonferenz, da können nicht alle gleichzeitig sprechen, dann kann eben nicht 10 Grüppchen parallel sprechen, sondern nur 3. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was man einplanen muss, so die Leute lernen zu lassen, wie eigentlich so der Crowdflow, also die Art und Weise, wie man sich in der Fläche bewegt, sein soll. Und da haben wir eigentlich so 3 Elemente versucht, früher auch schon in Barcamps immer zu belegen. Also auf der einen Seite die Kommunikation synchron, die Kommunikation asynchron, was jetzt eben das Remo und das Telegram war. Dann aber auch die Dokumentation, was wir im Wiki gemacht haben. Und all die Tools sind ja Tools, wo man sich erstmal orientieren muss. Ne? Und deswegen halt eine lange Vorlaufzeit, sowohl jetzt heute die 3 Stunden von 13 bis 16 Uhr, als auch die 4 Wochen oder 6 Wochen vorher. Und ich fand es jetzt schön, diese Parallele zur Anreisezeit, weil die spart man sich, die schrumpft aber nicht auf 0 zusammen, sondern man hat eben so eine virtuelle Anreisezeit dann da dazu. Ja, dann haben wir mal so eine erste Runde, so einen ersten Eindruck. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, ob ihr irgendwie noch Hinweise habt, irgendwie Sachen, die man hätte besser machen können, aber auch gern Fragen an die Orga, wie ist irgendwas in Backstage gelaufen, wie habt ihr dies oder jenes gemacht, also da können wir gerne auch nochmal so eine Runde eröffnen. Wer mag, kann da gerne reinspringen, der Moritz sehe ich schon, da was? Ja, dann lege ich hier gleich los. Du hattest ja gefragt, ob man irgendwas besser machen kann.
Bei der Durchführung und auch wie du dieses Barcamp angelegt hast, muss ich sagen, gab es im ersten Moment so ein etwas unangenehmes Bauchgefühl, dass ich gesagt habe, okay, hier ist ein Tool, Remo, das kenne ich noch nicht. Ich sag, Teams funktioniert da eigentlich super. Warum muss man jetzt hier ein neues Tool ausprobieren? Denn als es hieß, wir arbeiten mit Remo, das gesagt hat, wer Session macht, hat bei den Sessions gleich weitere Tools eingebunden, mit denen der eine oder andere noch nicht gearbeitet hat. In diesem Fall sind es Moodle und Copet. Hier muss ich aber im Nachhinein sagen, ist es eigentlich wieder auch eine super Lernmöglichkeit gewesen, dass man halt wieder normale Pfade, die man kennt, das kann Teams sein, das kann Tools sein wie Mentimeter oder sonstiges, die man vielleicht schon genutzt hat, verlässt und sich über dieses Barcamp einfach darauf einlässt, dass man eine Session machen will und sagt, gut, dann nutze ich dieses Barcamps, um mich mit diesen neuen Tools auseinanderzusetzen, mich darauf vorzubereiten und einfach mal zu schauen, wo führt mich das hin? Und allein das war schon, sag ich mal, bevor das Barcamp überhaupt stattgefunden hat, für mich ein tolles Learning. Dass ich gesagt habe, okay, ich lasse mich auf ein Format ein, den Lightning Talk habe ich noch nie gemacht, ist etwas Neues für mich. Ich mache eine Sessions mit Tools wie Mural und einem Copet, was ich vorher noch nicht gemacht habe, ist auch wieder ein Learning gewesen, wo ich jetzt sagen kann, so die Breite der Anwendungsmöglichkeiten hat sich durch diese zwei Tage schon wieder deutlich gesteigert. Und der Lightning Talk bisher war super, war wirklich sehr interessant. Man kann in 5 Minuten die Dinge auf den Punkt bringen, die man rüberbringen möchte, ohne auszuschweifen, und hat dann die Möglichkeit, am Folgetag in einer Session in 45 Minuten nochmal intensiver darauf einzugehen und dann auch gemeinsam mit anderen Lernern aus Community-Mitgliedern an Themen zu arbeiten. Und da kann halt der Lightning Talk halt auch ein guter Teaser sein, dass die Leute schon mal wissen, okay, kommt da etwas, was mich interessiert, und sie wissen, worauf sie sich einlassen am nächsten Tag. Das ist ein interessantes Stichwort, Teaser, weil was mich sehr beeinflusst hat, im Studium mal jemand gehört, der über den Aufbau von Zeitungen gesprochen hat, und mir ist nur eine Folie hängen geblieben, da hatte so 2 umgekehrte Pyramiden. Das eine war die Textlänge, nämlich wo die Pyramide quasi richtig rumstand. Die Headline sehr kurz, der Teaser, also die 2-3 Zeilen so mittel und der Text lang, und daneben stand die Pyramide, wie die Leute das wahrnehmen oder lesen. Ganz viele lesen alle Überschriften, schon viel weniger lesen den Teaser und ganz, ganz wenig lesen den Text. Und das war eigentlich so die Idee, das so aufzubauen, zu sagen, wenn jemand über ein Thema twittert, das ist vielleicht eher so die Headline, ne, oder ich schlage eine Session vor. Der Lightning Talk ist dann eher der Teaser, wo ich sage, da tauche ich ein bisschen tiefer ein, um dann zu erkennen, interessiert mich ja oder nein. Und die Session entlang ist dann eigentlich eher sozusagen den Artikel auch zu lesen. Und das fand ich spannend, dass du jetzt das Wort Teaser gesagt hast, weil genau da kam sozusagen der Gedanke her, das so rum aufzubauen. Ich wollte eine Frage dir nochmal stellen. Du hast irgendwie so gesagt, ja, es sind so viele Tools, die zum Einsatz kommen, und jetzt hat man schon Teams und noch ein Tool. Ein Eindruck ist, wenn man ein physisches Barcamp macht, dann kommt man an, da gibt's vielleicht einen Tisch mit Stühlen dran, woanders ist eine Bank, dann ist eine Bar mit Hockern, also schon sehr viel verschiedene Möglichkeiten, sich hinzusetzen und zu sprechen. Wenn man in den Sessionraum geht, da ist vielleicht ein Beamer und ein Smartboard und eine Pinnwand und ein Flipchart. Also da haben wir überhaupt kein Problem, dass in so einem Sessionraum physisch 4 verschiedene Tools sind und wir nehmen uns eins davon und arbeiten dann damit in so einer Session. Wenn man das gleich jetzt digital macht, man hat meinetwegen eine Session mit einer Teams-Videokonferenz und da drin ist ein Mural Whiteboard und ein Etherpad oder Copet, dann hat man auf einmal das Gefühl, das sind viele Tools. Hast du den Eindruck, dass man da im Virtuellen einfach immer mehr sich wünscht, dass es nur ein Tool ist, während im Physischen wird es sehr viel natürlicher können, mit vielen Tools umzugehen? Ja und nein. Ja, ich und sicher viele andere würden sich wünschen, dass es ein Tool gibt, was alles kann, dass man lernt und mit dem man immer arbeiten kann und schnell halt auch ins Arbeiten mit anderen kommt. Ist es aber eher unrealistisch. Es wird immer eine Toolvielfalt geben und es wird immer Tools geben, die etwas besser können als andere. Und nein, wir sind ja immer noch in der virtuellen Welt im Neuland. Das ist selbst für uns, die das schon deutlich mehr machen in der Learning Community, immer noch viel Neues dabei. Wir haben schon ein paar mehr eingetretene Pfaden, aber vieles bleibt neu. Wenn ich jetzt bei einem normalen Barcamp bin, da sind Dinge, die sind schon für 10, 20 Jahre Normalität. Wir arbeiten schon lange mit Pinnwänden, mit Whiteboards, mit Flipcharts etc. etc. Du hast natürlich recht, das sind auch alles viele Tools, aber nichts ist neu. Nur wenn ich jetzt in einer virtuellen Veranstaltung bin, es gibt wahrscheinlich 5 verschiedene Whiteboard-Tools,
Teams hat eine Möglichkeit, ein Whiteboard zu machen. Remo hat eine Möglichkeit, ein Whiteboard zu machen. Mural ist ein Whiteboard-Tool und. Und jedes funktioniert ein bisschen anders. Das heißt, in einem Barcamp weiß ich, da steht ein Whiteboard, habe ich schon mitgearbeitet, ich weiß, wie es geht, stelle ich mich ran und lege los. Bei einer virtuellen Veranstaltung muss ich erstmal gucken, funktioniert es technisch? Was sind die Besonderheiten? Wie unterscheidet es sich von Tools, die ich vielleicht schon kann? Und wie kann ich das möglichst einfach und schnell den anderen Teilnehmern vermitteln, dass ich die 45 Minuten auch gut nutzen kann? Am Ende soll diese Session ja keine Toolschulung werden. Und ich bin aber sicher, dass die Tools, die du jetzt eingesetzt hast, mit Mural und auch mit Copad, die sind wirklich sehr intuitiv und sehr einfach gehalten, dass das morgen kein Problem darstellen wird. Ja. Damit sagst du eigentlich, ist es am Ende ein Medienkompetenzthema. Das heißt, in einigen Jahren werden wir wahrscheinlich mit den virtuellen Tools genauso flüssig umgehen wie in den physischen Räumen und dann ist es wiederum kein Problem. Ja. Okay, dann habe ich den Leonid. Ja, ich wollte mich eigentlich, also Moritz auch anschließen bei diesen bei dieser Antwort, dass du eigentlich von den physischen Tools ja gewohnt bist, wie man sie nutzt. Und die digitalen Tools, finde ich, sind halt erstmal anders. Also ich muss sagen, mir hat jetzt heute nicht unbedingt die Tool-Vielfalt irgendwie gefehlt, sondern gewisse Sachen haben mir gefehlt, also die ich sonst hätte. Ich würde in einen Raum reingehen oder zum Beispiel, weiß ich, es läuft eine Veranstaltung jetzt irgendwie auf der Bühne, aber wir haben jetzt davor mit Leuten gequatscht oder plötzlich haben wir uns überlegt, ey cool, wir wollten ja schon längst über ein Thema reden, lass uns doch mal hier zur Seite gehen, da ist irgendwie ein Board, wir kritzeln so ein bisschen ein paar Sachen an und dann kommen wir da weiter. Das hat mir halt gefehlt, also zum einen wird man blockiert durch diese Bühne, dann kann man halt nichts machen. Und dieses schnelle mal irgendwie so ein paar Notizen, mal Austausch, irgendwie mal was zeigen, das, was man halt normalerweise irgendwo in Räumen hat und man weiß, wie man das auch nutzt. Also so ein Whiteboard und ein Stift. Ich habe jetzt selten Konzepte erlebt, die ganz anders sind, glaube ich. Ne? Aber wenn ich jetzt in einen Raum reingehen würde und da ist so ein Smartboard mit so komischen digitalen Stiften, da würde ich da erstmal auch gucken, wie ich das Zeug benutze. Und das ist, glaube ich, bei diesen digitalen Tools, die sind, also es gibt noch nicht so viele User-Interface-Elemente, die einheitlich sind. Also jeder von uns weiß, wie so ein Audio-Player funktioniert. Es gibt immer die gleichen Sachen. Aber wenn ich jetzt heute zum Beispiel dieses Streamer angucke, da sind schon andere Konzepte. Also Doppelklick auf einen Tisch zum Beispiel, um dem Tisch beizutreten und Kamera einzuschalten, um irgendwie zu zeigen, dass ich da wirklich da bin. Da sind halt Konzepte, die sind von Tool zu Tool doch teilweise unterschiedlich. Und das ist halt was für viele die Überforderung ist, auch für mich. Also man hat dann vier Tools, aber die Grundkonzepte sind irgendwie anders und dann sind das auch, die ändern sich auch. Also da gibt es ein Update und dann ist der Button woanders und man hat sich ja dran gewöhnt. Und ich glaube, vielleicht wird es in der Zukunft so sein, dass wir einfach sehr flexibel damit umgehen, dass sich Sachen ständig ändern. Also dann ist das Flipchart heute doch irgendwie anders. Dann hängt es unter der Decke und ich muss von unten nach oben schreiben, keine Ahnung. Das ist halt heute nicht der Fall, sondern das ist alles eher beständiger. Und ich glaube, vielleicht ist einfach die Herangehensweise an Werkzeuge auch eine andere in der Zukunft. Vielleicht auch ein Aspekt von Agilität, ne? Dass man sagt, in einer Immobilie, sagt ja der Name schon, ist ganz viel immobil. Das heißt, wenn ich ein Whiteboard erstmal irgendwo an die Wand geschraubt habe, kann ich davon ausgehen, dass das morgen noch da ist, wo es heute auch ist. Während ich in so einem digitalen Raum halt sehr schnell alles umräumen kann und jemanden im schlimmsten Fall halt von einem Tag auf den anderen die ganze Struktur zunichte machen kann. Okay, du hast vorhin angedeutet, du hast irgendwie auch noch Fragen eventuell an die Orga. Haben wir die schon alle beantwortet oder geklärt oder gab es da noch was? Also eine Frage, die mich interessieren würde an dich, Simon, was war heute so dein Learning, sage ich mal? Was hast du heute gelernt, wo du in dieser ganzen Vorbereitungszeit vielleicht irgendwie Sachen dir überlegt hast und heute hast du gedacht, oh ey, das ist das Ding, da haben wir echt nicht dran gedacht. Also was wäre so, oder hattest du, oder was hattest du für so, Fail will ich nicht sagen, aber eine Möglichkeit zu lernen heute? Also lernen kann ja immer beides sein, kann irgendwie so die Bestätigung sein, dass man sagt, so hat man sich's gedacht, so hat's funktioniert, oder eben irgendwas ist schief gegangen. Ich würde sagen, so richtig groß, also so ein Fuck-up irgendwie gab's nicht, zum Glück. Dafür haben wir genug getestet, wir haben so einen Spruch hier hängen, testen, testen, testen. Also das muss man einfach machen. Was so ein bisschen ein Thema war das halt, wie es oft so ist, ja, ganz kurz vor Schalterschluss will jeder irgendwie noch dabei sein. Wir hatten eigentlich gestern so das Schließen des Ticket Office, ne, und dann kamen welche, ja, sie hatten schon mit ihrem Chef abgestimmt, dass sie auf jeden Fall dabei sein können und sie müssen doch noch ein Ticket. Danach haben wir irgendwie
Ticketshop nochmal aufgemacht und wieder zugemacht, nochmal aufgemacht. Das waren so Sachen, die einfach an dem Tag vorher oder in 24 Stunden vorher nochmal viel Turbulenz bringen, ne? Wo man eigentlich eine Checkliste hat von Sachen, die noch zu tun sind. Wir wollten gestern Abend 17 Uhr irgendwie mit der ganzen Orga fertig sein und gefühlt haben wir um 13 Uhr erst angefangen mit dem, was um 9 Uhr schon hätte starten sollen. Aber wie es am Ende so ist, da hat man dann so ein paar Prio 3 Sachen, die sind dann hinten runtergefallen, da haben wir nicht mehr gemacht. Was in Videokonferenztools generell so ein Thema ist, könnt ihr vielleicht gleich mal sagen, wie es bei euch ankam. Wir haben so einen kleinen Videotrailer gemacht, den wir halt 5 Minuten vor 16 Uhr gespielt haben, bevor es losging. Und wir haben in Remo keinen guten Weg gefunden, um wirklich dieses Video mit Hi-Fi-Qualität zu den Teilnehmern zu bringen. Also das hat am Ende, glaube ich, dann doch so ein bisschen, will ich sagen, wie Telefon-Hotline geklungen, aber halt auch nicht so, wie wenn man es zu Hause auf dem Blu-ray-Player spielt. Und ich glaube, das ist noch so eine ganz große Schwachstelle von Videokonferenz-Tools, dass die halt, ich würde sagen, qualitativ näher sind am Telefon, als sie an der Hi-Fi-Anlage zu Hause sind. Da kann, glaube ich, noch einiges passieren. Gerade jetzt hier sitzen ja ein paar Leute, die Podcast-affin sind. Ne? Da hat man da ein gewisses Ohr dafür. Ich sag mal, es gibt Leute, die den Podcast auf und die stört es auch nicht, wenn das einfach ein Skype-Recording ist. Aber wenn man da so ein bisschen Ansprüche an Audioqualität hat, dann ist es in Videokonferenz-Tools nicht ganz so doll. Was ich für so Veranstaltungen auf jeden Fall empfehlen würde, also das ist sowas, wo so ein Learning sich bestärkt hat, ist, dass man eigentlich in den Videokonferenz-Tools jetzt zumindest als Veranstalter nicht mit den eingebauten Regiewerkzeugen arbeiten kann. Also wir haben, ich weiß nicht, ob es dafür einen Fachbegriff gibt, wir haben das bei uns intern Audio- und Video-Injection genannt. Also wir haben gesagt, das Prinzip ist, dass wir das Audio-Mischen von der Bühne, die Einspieler und so weiter, nicht im Videokonferenz-Tool machen, sondern davor. Und das Gleiche mit Video auch. Also wir haben VoiceMeter Banana eingesetzt. Das ist so ein virtuelles Mischpult, um quasi unsere ganzen Audio-Routen zu legen und die auch recht einfach umschalten zu können. Ne? Ab wann ist die Bühne im Stream zu hören, ab wann ist die Musik zu hören, ab wann sind die Einspieler zu hören, und das konnte ich vorne mit so einem kleinen Elgato Stream Deck, also so einem kleinen Gerät mit 16 oder wie viel Knöpfen, ein- und ausschalten. Und das gleiche eben auch für die Bildkompositionen, also wann ist die Bühne im Vollbild mit Hintergrund, da war ein Greenscreen dahinter, wann sieht man mich vor den Folien, wann läuft der Einspieler, wann läuft der Countdown, also das sind also Sachen, die halt im Videokonferenz-Tool nicht gehen. Da würde ich immer empfehlen, wenn man so ein bisschen so ein Event produzieren will, in dem Sinne, dass das so ein bisschen wie eine Show auch aussieht und nicht einfach wie 5 Leute aus einer Abteilung treffen sich in der Videokonferenz, da sozusagen Bild- und Tonmischung vor dem Videokonferenz-Tool zu machen. Was zusätzlich auch noch den Vorteil hat, ich sag mal, die Tools ändern sich, ne? Der eine nimmt Teams, der andere nimmt Zoom, der andere hat WebEx, und wenn ich das sozusagen davor mache, ist mir das relativ egal, in welches Videokonferenz-Tool ich das stecke. Also sind vielleicht so die 2-3 Sachen von heute. Bestimmt, wenn du mich eine Woche nochmal fragst und wir so richtig Lessons Learned gemacht haben, gibt es noch ein paar andere Sachen. Ja, so eine Art Making-of wäre interessant. Genau, genau. Also das wollen wir auch machen. Wir wollen das so quasi wie so einen Lessons Learned-Bericht zusammenschreiben. Auch alle Teilnehmer dann nochmal fragen, die einzelnen Komponenten vom Veranstaltungsdesign mit so einem Net Promoter Score abfragen, also wie die einzelnen Elemente wahrgenommen worden sind, was gut war, was schlecht war, und da wirklich so ein Lessons Learned-Dokument draus machen, weil ich meine, klar, wir haben jetzt irgendwie Lockerung, was so Corona-Maßnahmen angeht, aber wir sehen jetzt schon in ersten Bundesländern, wo sozusagen entweder Leute in irgendwelchen Fleischereien auf einem Haufen hängen oder jetzt in Urlaub fahren auch alle wieder. Also ich glaube erstmal nicht, dass im nächsten, sagen wir mal, 6 bis 18 Monaten wir jetzt so 300 Mensch-Veranstaltungen irgendwie in Präsenz durchführen können. Und dementsprechend sind es einfach Skills, die man aufbauen muss. Ne? Und egal jetzt, ob für so externe Veranstaltungen oder interne, glaube ich, ist das einfach was sinnvoll ist. Und was auch bleiben wird, glaube ich, auf einem gewissen Niveau. Also man sieht ja schon, gestern war die WWDC von Apple, die war komplett virtuell. Microsoft hat meines Wissens nach bis Mitte nächsten Jahres alle Präsenzveranstaltungen abgesagt. Also ich glaube, vieles von dem, was früher in Präsenz war, wird virtuell bleiben, und genau dafür braucht man halt auch solche Skills dann. Ja, den Alfred sehe ich noch. Jo. Also entgegen dem, was jetzt gerade so an Komplexität war, habe ich mich ganz wohl gefühlt mit dem Thema Tool-Angebot. Ich habe
das Remo jetzt auch schon ein paar Mal testen dürfen und empfinde es wirklich als eine Bereicherung und die Übersetzung für mich auch in die virtuelle Welt. Und das, was der Moritz oder der Stefan auch gesagt hat, mit dem virtuellen, mit der Zeit praktisch auch, die man braucht zum Ankommen und zum Kennenlernen, das finde ich schon auch sehr, sehr angenehm. Und ja, also das Making-of, das hat mir jetzt der Leonid schon vorweggenommen. Das hätte mich natürlich auch interessiert, weil ich auch glaube, dass wir mehr in diesen Formaten denken müssen. Und ich habe auch noch ein Barcamp Ende des Jahres in Ingolstadt auf der Agenda, ob das jetzt dann hybrid oder komplett digital stattfinden wird. Da bin ich jetzt auch gerade noch an Organisieren. Und ja, ansonsten bin ich gespannt auf morgen. Also fand es jetzt heute eine coole Mischung und schon sehr nah an dem, was real abbildbar ist. Das Hybrid ist, glaube ich, ein wichtiges Schlagwort. Ich kann mir vorstellen, dass das, auch wenn es wahrscheinlich das Schwerste ist, da liegt sicher eine gewisse Zukunft drin. Ne? Also ich glaube, Präsenz, da haben wir alle viel Übung, machen irgendwie seit 15 Jahren gefühlt so Barcamps und solche Sachen. Das Virtuelle, glaube ich, kriegt man auch in den Griff. Wenn man sich jetzt dann aber vorstellt, man hat so Settings, wo man vielleicht, keine Ahnung, so 10 lokale Ansammlungen von Menschen hat und manche Menschen, die dann nur virtuell sind, und dann gibt es vielleicht Sessions, die irgendwo in Räumen stattfinden und andere Sessions finden virtuell statt und in die Räume sind Leute reingeschaltet, aber das sind überall keine Profis, was Audio-Videotechnik angeht, oder es gibt kein Equipment dafür. Also ich glaube, dieses Hybride, das wird so die hohe Schule sein. Also das, was ich mir am schwierigsten vorstelle, tatsächlich. Was sich aber, glaube ich, nicht vermeiden lassen wird. Zum einen, weil halt die Anzahl der Personen, die sich an einem Ort treffen können, vielleicht begrenzt sein wird auf einige zig oder wenige hundert. Das ist so das eine. Und das andere ist aber umgekehrt, glaube ich, dass ganz viele halt das Bedürfnis haben, sich sozusagen auch wieder in Präsenz zu treffen. Also ich habe heute mit Benedikt und Karl-Heinz, die waren ja beide hier in der Akademie in Nürnberg, ne, auch gesprochen und gesagt, natürlich ist es cool, das jetzt so zu machen und das fühlt sich auch gut an. Trotzdem ist es irgendwie so, der Livestream ist zu Ende und dann, ja, sonst würdest du halt mit jemand da sitzen und einen Kaffee trinken und plauschen und so ist es jetzt irgendwie erstmal zu Ende, ne? Also es fühlt sich, glaube ich, für uns so als haptische Wesen trotzdem anders an und ich weiß nicht, ob das Virtuelle das komplett ersetzen wird oder ob nicht die Leute sagen, okay, es braucht auch wieder physische Komponenten und wenn sich halt nicht so viele Leute treffen können an einem Ort, dann müssen wir halt viele Orte zusammenschalten. Also da, glaube ich, schon wird man sich darauf vorbereiten müssen. Die Atmosphäre, die fehlt mir auch zum Beispiel. Ne? Also das, was man jetzt vor Ort hat, man ist in einer anderen Welt, man ist auf dem Camp. Das schaffe ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich zu Hause sitze. Ja, also ich fand, das ist ein Punkt, der ist mir total aufgefallen, als die Madia von der Telekom ihren Impulsvortrag fertig hatte und der Joachim auf der Bühne als Moderator quasi der Einzige war, der geklatscht hat und er gesagt hat, er macht das jetzt stellvertretend für das Publikum. Das ist so ein bisschen, also mir ist der Begriff Geisterspiel in den Kopf gekommen, ne? So die Fußballer, die irgendwie spielen und überhaupt keinen Applaus mehr haben im Stadion, wo es jetzt, glaube ich, sogar auch schon die ersten Ansätze gibt, dass man den Fußballfans so Apps gibt, wo die dann sagen können, so jetzt machen wir so und so viel Applaus und so wie es früher halt diese Applausmaschinen im Fernsehen gab, kannst du dann irgendwie Applaus einspielen, ne? Und du hast dann als Redner ein Feedback, wie gut kam das an? Oder du, da wo jetzt heute vielleicht jemand ein Smiley in den Chat postet, den du vielleicht gar nicht siehst als Redner, ne, könnte man ja sich auch vorstellen, dass da irgendwie ein Lacher generiert wird. Also das sind also Sachen, ja, die zur Atmosphäre gehören. Ne, auch dieses Gefühl als Redner, sind die Leute konzentriert dabei oder fängt jeder an, jetzt seine E-Mails zu machen oder am Tisch irgendwie Seitengespräche zu machen. Das kriegst du halt alles überhaupt nicht mit dem Virtuellen. Ne? Da fehlt noch viel. Jetzt sehe ich den Stefan noch, da ist noch eine Hand oben. Ja, ich würde direkt gerne da anschließen, was du gerade gesagt hast. Also mit zwei Beobachtungen, vielleicht auch einen kleinen Wunsch. Also was ich faszinierend fand, und vielleicht ging es nicht nur mir so, ich fand die Hemmschwelle zum Networken, einfach Gespräche mit einer Gruppe von bisher eher fremden Personen anzufangen, die war niedriger jetzt im Virtuellen, als sie im Physischen ist. Und da
war ich im Nachhinein also wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Und wir haben also wirklich faszinierende Gespräche geführt, also insbesondere heute, aber halt haben wir auch schon im Vorfeld gemacht, dass wir gemerkt haben, ja, wir haben uns hier jetzt gefunden und nutzen die Gelegenheit. Der zweite Punkt war auch nochmal auf die Vielfalt der Tools abzielend. Ich fand es ehrlich gesagt wirklich sehr bereichernd, dass wir eben auch die große Auswahl an Tools hatten, weil es gab eigentlich jedes Mal mindestens eine Person im Raum, die eben auch eine kurze Einweisung geben konnte. Und so hat man sich eben gegenseitig geholfen. Und das hat natürlich dann auch wieder unmittelbar zum Teambuilding und zur Schaffung einer Lösung und zur Findung einer Lösung beigetragen. Dieses Netzwerken, was du gerade gesagt hast, lag das daran, dass du, also wenn man Remo beitritt, da gibt's ja für die, die es nicht kennen, so Sechsertische, also man sitzt quasi immer mit maximal 5 anderen an einem Tisch. Und wenn man jetzt im Remo beitritt, wird man quasi zufällig sozusagen diesen Tischen zugewiesen. Würdest du sagen, das lag daran, dass man vielleicht bei einer Präsenzveranstaltung, wenn man ankommt, eher so guckt, wen kenne ich und sich dann die Grüppchen zusammenstellen, die sich eh schon kennen und hier jetzt quasi so erzwungen wird, dass sofort eine Videokonferenz aufgeht mit den Leuten, die halt zufällig mit mir an einem Tisch gerade beieinander sind? Genau, also man hat ja über das Foto hat man einen ersten Eindruck, mit wem man zusammensitzt und dann baut man ja auch die Videokonferenz auf und man kommt unmittelbar ins Gespräch und hat auch, finde ich, eine niedrigere Hemmschwelle, dann eben auch ein Gespräch einfach zu beenden, wenn man merkt, ach, das Thema geht jetzt in eine andere Richtung oder ich habe jetzt auch eine Verpflichtung, eine andere. Also okay, wie sehen das die anderen? So dieser Serendipity-Effekt, das war ja auch, also bei dem Aspekt jetzt sozusagen das Camp, Lernus Camp virtuell abzubilden, ein Ding, dass man auch mal Leute kennenlernt, die man vielleicht vorher noch nicht kannte. Also habt ihr sowas auch erlebt durch diese Tischzuordnung oder andere Effekte? Wer mag, sind ein paar Hände oben. Claudia, Moritz, Leonid, egal. Ja, also. Erst keiner, dann alle, das klassische Podcast. Mach mal Ladies first, Claudia. Ja, genau so habe ich es auch empfunden. Also es war, hätte ich euch alle persönlich getroffen, ich glaube, ich hätte mich irgendwo ganz ehrlich in einem Eck verkrochen und hätte erstmal die Lage gecheckt. Und jetzt war das heute so, man wurde an einem Tisch gesetzt, ob Mann, Frau, egal wer. Und man musste loslegen. Es am Anfang gab es nur ein einziges Mal, wo diese Hemmschwelle da war, und dann haben wir gesagt, okay, einer muss jetzt loslegen, und dann war das Eis gebrochen. Und ich finde das viel, viel besser als jetzt für mich persönlich, wenn ich euch live gesehen hätte. Ja, okay, gut. Ja, ich glaube, da ist die Wahrnehmung sehr unterschiedlich, denn gerade da habe ich eigentlich eher ein Risiko bisher gesehen in virtuellen Barcamps oder virtuellen Veranstaltungen. Ich finde, der Serendipity-Effekt ist ja normalerweise gerade das, was ja normale physische Barcamps interessant macht, dass man, wenn sie gut aufgebaut sind, auch die Zeit hat, dass man in den Pausen an der Kaffeemaschine etc. ineinander läuft und dadurch neue Leute kennenlernt. In anderen Barcamps, die jetzt vielleicht über Team oder Zoom gemacht werden, habe ich häufig erlebt, dass sie so eng getaktet sind, dass es gerade dazu nicht kommt, dass man wirklich seine Session aussucht, fertig ist und das war's dann und sich dann im besten Fall danach nochmal auf LinkedIn vernetzt. Aber das hast du hier mit Remo, finde ich, sehr gut hinbekommen, dass dieser Serendipity-Effekt auch virtuell erzeugt wird, gerade mit dieser randommäßigen Zuweisung an die Tische, und dass du halt auch viele Zeiten zwischendrin gelassen hast, dass du sozusagen nicht die Session an die nächste Session anschließt, sondern dass wir wirklich mal Pausen hatten von 15 bis 30 Minuten. Und das macht es, glaube ich, aus. Na, das werden wir morgen dann sehen, wie das funktioniert. Also Pause ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort. Im Virtuellen, glaube ich, braucht man längere Pausen. Da, wo man jetzt in einem physischen Barcamp sich immer mal wieder bewegt, ne, man geht von Sessionraum zu Sessionraum, man geht sich mal einen Kaffee holen, ist die Gefahr, dass man im Virtuellen irgendwie die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt und auf eine Mattscheibe guckt und
ja, da fängt eine Ermüdung an und Verspannung und so weiter. Deswegen haben wir da jetzt auch gesagt, dass die Pausen alle eigentlich zumindest mal doppelt so lang sind, ne? Dass man nicht eine Viertelstunde hat zwischen den Sessions, sondern eine halbe und so Geschichten. Und das ist, glaube ich, wichtig, ja. Ja. Was ich auch noch ganz spannend finde, ist, ich weiß, in einigen Barcamps, wo die Session-Owner tatsächlich darauf hingewiesen haben, dass man mal die Lokation wechseln soll. Also war zum Beispiel neulich mal so eine Session zu Fuck-Ups zu einem Thema. Und der hat gesagt, ihr müsst nichts sehen, ich zeige euch nichts, wir schreiben nichts zusammen, sondern wir müssen einander nur hören, wir erzählen uns Geschichten. Also spricht nichts dagegen, dass ihr euch einen Bluetooth-Kopfhörer aufsetzt und dabei durch die Stadt oder durch den Wald oder durch den Park lauft und einfach Eindrücke von außerhalb habt. Und genauso haben das alle gemacht, alle haben sich gemutet. Ich bin auch bei uns da durch den Wald spazieren gegangen. Und das war auch ein ganz anderer Eindruck. Also sowas hatte ich in der Session noch nie. Ich gab schon mal Barcamps mit Sessions, die irgendwie draußen stattgefunden hatten, das schon. Aber dass sozusagen Leute sagen, ich fordere euch jetzt mal auf, ich weiß, ihr sitzt schon den ganzen Tag in der Videokonferenz rum, jetzt gehen wir mal raus und jeder schnappt frische Luft. Und wir machen dabei aber eine Session, so ein bisschen wie Walk and Talk oder so Formate. Das finde ich spannend. Das würde ich mir auch wünschen, dass das jetzt so mehr kommt, dass man sagt, was sind Sachen, die im Virtuellen möglich sind, die im Physischen natürlich theoretisch auch denkbar waren, die man dort aber halt selten gemacht hat. Gut, dann sehe ich den Alfred noch und den Leonid. Weiß nicht, wer mag von euch zuerst? Ja, dann starte ich nochmal mit einem anderen Gedanken zum Thema weniger Hemmschwellen. Da habe ich jetzt ein paar Artikel gelesen, dass es im Homeoffice auffällig ist, dass Mitarbeiter mehr ausprobieren. Dass so diese physische Kontrolle auch im Großraumbüros den ein oder anderen Menschen dazu bewegt, einfach Dinge auszuprobieren, die er vielleicht im Office nicht ausprobiert. Also das ist jetzt aus Gedankengang zu heute, weil ich auch denke, das, was der Stefan gesagt hat, dass es schon auch leichter fällt, irgendwie zu netzwerken, ja, dass man einfach irgendwie sagt, okay, ich springe jetzt mal hier und hier, was dann im physischen Raum dann doch irgendwie, ja, tut mir leid, ich möchte lieber zu dem und dem rüberschauen, wo man sich dann so halb entschuldigt. Das geht dann doch irgendwie digital schneller und ich glaube, so diese, ja, Freude oder auch sagen, pass auf, ich kann das jetzt selber entscheiden oder ich möchte jetzt gerne mal was anderes ausprobieren oder mal auf Toilette gehen oder so und da irgendwelche Gespräche führen, das glaube ich, ist im digitalen Raum da schon, also man ist ja irgendwie ein bisschen experimentierfreudiger. Also das merke ich so für mich. Ja. Es gibt ja aus der Urzeit des Internets, können wir mal googeln, gibt es dieses schöne Plakat, da sitzen irgendwie zwei Hunde vom Rechner, da waren sie ja noch so große mit riesen Monitor und irgendwie die Unterschrift von dem Poster ist, im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Und deutet im Prinzip so ein bisschen darauf hin, dass du halt jetzt in so einem physischen Raum so bestimmte Charaktere hast, die sich da Bühne nehmen. Ne, gibt's ja oft so diese Diskussionen, die eher Extrovertierten, die Introvertierten. Und gerade jetzt in so textbasierten Medien, in Chat und so weiter, wo die ganzen äußerlichen Merkmale und ob einer expressiv ist oder nicht so viel zählen, auf einmal auch ganz andere Leute zu Wort kommen, die du vielleicht in so physischen Treffen und Events ganz selten hörst. Ja, auch in der Podcast-Szene gibt es einen großen Bereich von Autisten, die Podcasts machen, die vielleicht sich nie auf die Bühne stellen würden und einen Vortrag machen, aber für die halt der Podcast, das im kleinen Kreis aufzunehmen, über Sachen zu sprechen, das dann erst zu veröffentlichen quasi das Medium ist. Ne? Und das finde ich eigentlich auch spannend, dass da einfach mehr Vielfalt in die Diskussionen reinkommt. Ja, da haben wir noch den Leonid. Es geht auch schon so ein bisschen auf 0 Uhr zu. Ich hätte gesagt, machen wir mal die Runde mit Leonid noch und dann kann man vielleicht nochmal den Musikstream hören und irgendwann werden wir sicher auch die Augen zumachen. Aber jetzt hören wir erstmal den Leonid noch. Ach, ich würde dir nur noch eine Frage stellen vielleicht, also jetzt gar nicht weiter ausführen, sonst kann man sicherlich bis morgen früh schnacken. Aber worauf freust du dich am meisten morgen? Also was ist so dein Ding, wo du sagst, ah, da bin ich aber echt gespannt, wie das läuft. Und da will ich hinzufahren. Was wäre das so? Also für mich ist es so, dass ich jetzt dieses Camp, das hatte ich in dem Vielfalt-Talk beim Vini, glaube ich, schon mal als These. Also man kann auf so ein Camp, auf so eine Veranstaltung aus zwei Perspektiven schauen. Die eine Perspektive ist so eine Event-Management-Perspektive. Also man macht eine Veranstaltung, ne, so ein bisschen wie eine Eventagentur,
Man plant darauf hin, dann ist die Veranstaltung, alle sind happy, danach stößt man an und plant die nächste Veranstaltung. Und ich sehe sowas aber eher aus einer Community-Perspektive oder einer statt Event-Management, Community-Management. Na, wo ich sage, klar, das sind jetzt 2 Tage Event, da treffen sich Leute, die an den anderen 363 Tagen sich mit dem gleichen Thema beschäftigen. Na, und zu deiner Frage, ich freue mich eigentlich am meisten drauf, wenn morgen in den Sessions zu LernOS Themen sichtbar werden, sich Leute finden, die dann auch nach dem Camp quasi gemeinsam daran weiterarbeiten, Sachen vorantreiben, Leitfäden entwickeln, Projekte machen, Dinge umsetzen. Also wenn sozusagen das Event ein Anstoß ist dafür, für Dinge, die dann hinterher passieren. Und nicht so, wie man es oft auf so Business-Konferenzen hat, ne? Man hat eine ganze Menge Visitenkarten ausgetauscht und hat schon so ein paar Ideen, was man noch machen könnte, aber eigentlich kommt es nie dazu. Im nächsten Jahr hat man die gleichen Ideen wieder. Aber also die... Da hätte ich vielleicht, weil das ist echt ein cooles Ding, weil wir haben auch heute genau daran gedacht, wir waren also mit ein paar anderen Teilnehmern nicht bei Jeopardy, sondern wir sind ausgebüxt und haben über das Thema, was ich da hatte mit diesem digitalen Kollaborieren und Lernen irgendwie, haben uns darüber ausgetauscht, über Zoom, verbotenerweise. Und weil wer hat's verboten? Nein, ich mach's nur Spaß. nicht verschlüsselt. Weil, na, die freie Version verschlüsselt ja nicht. Ja, ja. Und wir haben uns dazu ausgedacht und darüber uns halt unterhalten eine ganze Stunde. Das war ganz interessant, weil wir dachten so, wir brennen alle für das Thema und wir wollen uns halt austauschen. Aber was mir dann gefehlt hat, was man vielleicht noch machen könnte, was ich gern hätte, so ein Blatt Papier und einen Stift, weißt du, so jetzt haben wir ad hoc irgendein Thema so und ich möchte meine Sachen irgendwo festhalten, ne, dass ich dann auch sagen kann, Leute, wir schreiben jetzt ein paar Dinge drauf, vielleicht nochmal irgendwie die E-Mail-Adresse oder sowas und lass uns nochmal im Anschluss irgendwie noch einen Termin bilden. Das weiß ich nicht, ob man dafür jetzt eine Wiki-Seite anlegt irgendwie jedes Mal. Also dass wir vielleicht, wenn du jetzt eine Nacht drüber schläfst, einen Vorschlag morgen an Menschen, die mal ad hoc was notieren wollen. Das hat mir so ein bisschen gerade gefehlt, glaube ich. Ja, es wäre theoretisch, wäre das jetzt ein weiteres Tool, was man noch sozusagen einbinden hätte können. Ne? Wir haben ja mit Connect diese Community-Plattform zu LernOS, wo ja auch irgendwie eine ganz ordentliche Anzahl Leute drauf ist. Ne? Und das Wiki jetzt zum Beispiel ist ja erstmal hauptsächlich ein Event-Wiki, was jetzt rund um das Camp ist. Ne? Und in Richtung dauerhaft gedacht wäre es natürlich spannend, wenn so Sachen da dann entstehen. Ne? So ähnlich wie man da halt zu LernOS for You weiter diskutiert und sagt, was soll in die nächste Version rein oder so. Ne? Dass sowas so eine Keimzelle ist. Du kennst es ja auch vom Sendegate, also der Podcasting-Community. Da gibt es irgendwie Threads, wo jemand mal was anstößt und man hört nie mehr was davon. Man hat so Threads wie von Ralf, der mit dem Mikrofontest oder wie kann ich das günstige HMC-Headset verwenden mit der gleichen Qualität wie ein 10-mal teureres, was so Dauerbrenner sind und ewig lang laufen. Ne? Und ich glaube, das werden wir auch noch lernen müssen, wie man so Ad-Hoc-Medien wie jetzt Chat, sowas Temporäres wie ein Wiki und dann auch eine dauerhafte Community-Plattform, wie das so innerhalb einer Community selbstverständlich ist, was man wofür verwendet. Und wenn man jetzt im Gespräch drauf kommt, das ist was wir weiterverfolgen wollen, wo vielleicht auch noch andere, die im euren Kreis nicht dabei waren, aber die es interessiert, davon mitbekommen könnten. Wo bringe ich das hin? Wo lanciere ich das? Ne? Dadurch, dass wir halt keine Firma sind, kein Verein, keine geschlossene Organisation, ist das, glaube ich, erstmal nicht naheliegend. Und selbst in einer Organisation wäre es schwierig. Da werden ja auch viele Räder x-mal entwickelt, einfach weil man gar nicht weiß, dass die anderen das auch gerade machen. Genau, du machst eine Zusammenfassung über OneNote und dann schickt einer parallel dazu eine E-Mail an. So fühlt sich das manchmal an. Deswegen. So ist es, genau. Also ich werde mal eine Nacht dann drüber schlafen, wenn ich zum Schlafen komme heute und vielleicht habe ich morgen eine Idee. Jetzt sehe ich beim Stefan noch eine Hand oben, die ist noch von vorhin oben, oder? Nee, die ist gerade hochgegangen, noch? Weil ihr habt einfach gehört? Mal einen kreativen Gedanken provoziert. So, dann teile den noch. Wenn man das Networking nochmal verbessern wollte, ich habe mir gerade gedacht, wie toll wäre das, wenn ich jetzt nach dem Event, wenn ich ein kleines Log bekäme, mit wem ich mich überhaupt alles getroffen hätte. Wenn ich das auch so im Zeitlichen nochmal visuell auch gegebenenfalls mit den Bildern abspulen könnte. Und ich glaube, so funktioniert das Gehirn. Weil ich habe heute allein doch wieder 4, 5, 6, 7 unterschiedliche Gespräche in unterschiedlichen Gruppen geführt. Und dann bist du halt eben, oder mir ging es so, ich bin dann halt auch so
fachlich und inhaltlich ins Gespräch eingebunden, dass ich mir nachher die Namen nicht gemerkt habe. Und theoretisch wird ja alles mitgelockt. Vielleicht gibt es da in der Zukunft eine Möglichkeit. Ja, also da schlagen immer so zwei Herzen in meiner Brust, muss ich sagen. Auf dem einen Herz steht 1984 und Überwachungsstaat. Also klar, ich meine, das fängt an bei, welchen Effekt hat es, wenn man Sessions aufzeichnet, ne? Wird dann da noch so offen gesprochen, wie wenn man nicht aufzeichnet, solche Fragestellungen, aber natürlich auch, will ich das, möchte ich, dass das nachverfolgbar ist durch andere. Auf der anderen Seite halt auch die Chancen, ne? Also in dem heute Nachmittag an einem Tisch, da war der Harald Schirmer und noch ein, zwei andere und Harald hat irgendwie die Idee, wenn sich jetzt die Leute, die haben sich ja im Telegram-Chat vorher schon vorgestellt, ne? Manche haben im Video ihren Namen gesagt, ihre Hashtags gesagt, was sie interessiert, manche haben es im Text noch drunter geschrieben. Na, und Harald meinte halt, wie cool wäre das, wenn man da jetzt irgendeinen Automatismus draufsetzt, der automatisch aus den ganzen Vorstellungen die Texte extrahiert, eine Tech-Cloud macht. Und dann kann ich mir irgendeinen Begriff aus der Tech-Cloud aussuchen, klicke da drauf und dann sehe ich, die 15 Leute haben das Wort vielleicht sogar als Hashtag, dann wird es noch mehr hervorgehoben, in ihrer Vorstellung verwendet. Und dann klicke ich und dann könnte ich theoretisch genau an das Video, an die Stelle springen, wo die das gesagt haben. Ne? Und das Gleiche natürlich in der Session auch. Also ich glaube, das ist eine Chance, die wir bekommen im Virtuellen, weil einfach viel mehr Dinge von so einer Veranstaltung digitale Spuren hinterlassen. Umgekehrt, glaube ich, muss man schon auch sorgsam drauf schauen, wo will ich das, wo will ich das nicht, wo muss jemand irgendwie einwilligen, kannst dann nur du das sehen oder können das alle anderen sehen oder können wir als Veranstalter das auch sehen, ne, möchte ich das. Wir schauen jetzt zum Beispiel auch nicht in eure privaten Chats, die ihr da in Remo macht, ich glaube, wir könnten es auch gar nicht, das geht technisch gar nicht, aber also Fragen kommen da dann, glaube ich, auch hoch, ne, wo man dann so ein bisschen so eine in Anführungszeichen Technikfolgenabschätzung machen muss. Was macht das mit einer Community? Wie vertraue ich diesen Plattformen? Wie vertraulich sind noch Gespräche? Wo ich sage, wenn ich jetzt, wie Leonid vorhin gesagt hat, beim Barcamp verkrümel ich mich in den dritten Stock, weil mich irgendwie das, was am Plenum passiert, nicht interessiert, dann gucke ich mal rechts und links und wenn da keiner steht, weiß ich, da hört auch keiner zu. Im Digitalen, glaube ich, muss man aufpassen, dass man nicht das Gefühl hat, man steht irgendwo im Eck, aber trotzdem können alle zuhören hinterher. Aber genau aus dem Grund, also mein Gedanke ging gar nicht so weit, sondern es war eher, dass ich das Visitenkarten austauschen, dass das vielleicht automatisiert wäre. Klar, man kann das natürlich, wie du es eben ausgeführt hast, kann es natürlich auch einfach weiterspinnen und irgendwo muss man halt den Cut ziehen. Ja, also ich glaube, da ist noch viel denkbar und auch viel Cooles. Ich bin auf keinen Fall so auf dem Trip, dass ich sage, das ist alles Teufelszeug, sollte man nicht machen. Aber muss ich halt Gedanken drüber machen, wer letztendlich Hoheit über welche Datenspuren hat, wer wo einwilligt, ne, dass man da quasi nicht so ein Gefühl von ich offenbar mich hier, ne, oder ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was mit den Dingen passiert, die ich da mache. Das sollte, glaube ich, nicht passieren. Aber Simon, du könntest ja auch vielleicht darauf hinweisen, dass man dort in Remo so ein Profil hinterlegen kann. Also du kannst da irgendwie einen LinkedIn-Link praktisch ablegen und so weiter. Und da können sich Menschen irgendwie direkt irgendwie adden über die ganzen Plattformen. Also dass man sein Profil vielleicht vernünftig pflegt, wenn das die anderen nicht gemacht haben. Dann erscheint genau. ein Link zu dem Profil vielleicht nur darauf hinweisen, dass es diese Möglichkeit gibt. Das war in der Check-in-Liste tatsächlich, vom Check-in in der Checkliste quasi. Da wurden die Leute, wahrscheinlich nicht alle, aber in der Checkliste war es drin, gefragt sozusagen, ob sie ihr Profil ausgefüllt haben, ob sie ein Bild hochgeladen haben, ob sie im Profil konnte man entweder LinkedIn oder Facebook Profile hinterlegen. Aufs LinkedIn haben wir mehr hingewiesen als aufs Facebook. Das ja, aber das sind ja alles Sachen, die du dann halt manuell machen musst, ne? So wie ich Stefan verstanden habe, geht es ja darum, du sitzt mit 3-4 Leuten am Tisch, hast ein gutes Gespräch, denkst in dem Moment nicht dran, dann auch auf sein LinkedIn-Profil zu gehen, sondern gehst 2 Tische weiter und überlegst dir dann am nächsten Tag, mit wem saß ich denn da. Ne? Und theoretisch ist diese Spur, dieses Protokoll, ne, dass du sagst, ich weiß, das war ungefähr 17.30 Uhr, ne? Theoretisch könnte man aus dem System sozusagen eine Spur rausziehen. 17.30 Uhr saß du an Tisch 8 mit den 3 Leuten und 10 Minuten später mit den 4 Leuten an Tisch 12.
das ist theoretisch erstmal da. Ne? Man hat halt keinen Zugriff über das User Interface. Okay, dann würde ich sagen, alle Hände sind unten. Typisches Podcast-Phänomen, halbe Stunde wollten wir machen, Stunde haben wir gemacht. Das passt auch. Dann würde ich sagen, danke ich euch. Habt noch Spaß, wenn ihr jetzt noch ein bisschen dabei seid, ein bisschen Musik hört und ansonsten sehen wir uns morgen früh dann. Ja. Um 9 Uhr geht's weiter. Super. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Danke. Ciao. 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 Tschüss.